Moin Leute, willkommen zur vierten Folge von unserer WoW-Guide-Serie. In diesem Video möchte ich euch mal was über Addons erzählen in WoW. Wir sehen ja hier, wie unser Spiel aussieht auf dem Bildschirm. Das alles nennt sich Interface oder UI für User Interface. Und es gibt diverse Addons bzw. Modifikationen, also Mods, um das ein bisschen zu verändern. Das können verschiedene Addons sein, die das einfach schöner machen, die das Gameplay vereinfachen, die euch bei Quests helfen, die euch im PvP helfen, was auch immer. Ich möchte euch mal so ein paar von mir vorstellen, die ich benutze. Und am Ende des Videos zeige ich euch noch, wie man denn so ein Addon installiert überhaupt, ne? Also Angry Keystones habe ich. Die braucht man später erst auf 120 für mythische Dungeons. Die geben so ein paar extra Hinweise. Announce Interrupts, das ist ein Addon. Wenn ich irgendeinen Zauber unterbreche, dann schreibt er automatisch in den Chat, dass ich es halt unterbrochen habe. Damit andere Gruppenmitglieder darauf hingewiesen werden und nicht noch umsonst oder vergebens kicken. Arc Inventory, das ist eine Taschen-App, die zeige ich euch gleich. Atlas Loot, ja, braucht man eigentlich nicht mehr. Ich aktiviere mal eben alles, das geht schneller. Dann haben wir Auktionator, der hilft ihr euch beim Auktionshaus. Azeroth Autopilot, das könnte interessant sein für euch zum Leveln, weil das ist ein Addon, das zeigt euch die beste oder die schnellste Questroute an für euren Charakter. Was ihr jetzt als nächstes machen sollt, wo ihr hin müsst, mit Navigationsgerät so quasi. Ich muss aber dazu sagen, ich benutze dieses Addon gerade in der Let's Play-Serie von meinem Jäger. Ich weiß nicht, ob ihr die anderen Videos gesehen habt bei mir im Kanal. Und das Addon ist schön, aber wirklich nur was, wenn man nur schnell spielen will. Weil ich finde, da geht ganz viel von der Story bei Flöten oder vom Charakter. Und wenn man den ersten Charakter hochspielt, würde ich es auf keinen Fall empfehlen. So, Bartender 4. Das ist mein Addon, was die Leisten verändert. Battleground Targets. Ja, ist PvP uninteressant. Big Brother auch uninteressant. Das ist nachher zum Raiden. Big Wigs ist ganz interessant. Das gibt euch diverse Warnungen in Dungeons oder Raids. Wenn ihr irgendwo drin steht, wenn ihr irgendwas unterbrechen müsst, wenn ihr spotten sollt. Was auch immer. Chatter ist ein anderes Chat-Addon, dass man da auch Links rauskopieren kann. Die CT. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Postal ist ein anderes Post-Addon. Porn ist eine... Ja, das ist auch ein bisschen veraltet, das funktioniert nicht mehr so gut. Mesort Dungeon Tools. Ist auch ab 120 interessant für mythische Dungeons. Leatrix Maps ist meine große Karte. Zeige ich euch auch gleich. Raider.io ist einfach ein Addon, was für die mythischen Dungeons nachher ein Rating speichert, wo ihr euch vergleichen könnt und andere Spieler sehen können, wie gut ihr seid. Sexy Map ist eine verschiebbare Minimap quasi. Die Shadowed Unit Frames. Damit verändere ich hier mein Einheiten- und Zielfenster. Also die Unit Frames halt. Tip-Tag ist ein Tooltip-Addon. Tooltip ist halt dieses kleine Fenster, was ihr hier am Mauscursor zeigt. Seht. Und Tip-Tag ist eins, das bringt dieses Fenster immer in die Nähe vom Cursor halt. Finde ich ganz schön, spiele ich auch von Anfang an damit. So, Titanpanel ist auch ganz interessant. Zeige ich euch auch gleich. TomTom ist ein Navigationsgerät, braucht man eigentlich nicht. Nehme ich raus, will ich auch nicht. Weak Auras kommt auch später. Spellflash ist ein Addon. Das zeigt euch, welchen Zauber ihr als nächstes benutzen sollt, aber das funktioniert auch nicht so 100%. Ich bin nicht so der Fan von, dass man das alles vorgesagt bekommt. BBM ist sowas wie Big Wigs. X-Roll ist ein Schurken-Addon, das brauche ich hier auch nicht. Zoo. Jetzt laden wir mal neu, dann seht ihr ja, wie mein WoW normalerweise aussieht. Dumm-di-dumm-di-dumm.
Ist natürlich auch ein bisschen was mehr zu laden jetzt für ihn, ne? So, das hier ist das Auto. Pilot von Azeroth. Hier sagt er mir zum Beispiel, go to Stormwind. Also muss ich irgendwie nach Stormwind kommen. So, das hier oben ist die Titanbar. Da sieht man zum Beispiel die Position mit Koordinaten. XP die Stunde für diese Sitzung oder generell, wie lange man für ein Level-Up braucht. Geld von allen Charakteren zusammengefasst auf dem Server. Taschen, Haltbarkeit und Leistung kann man damit einfügen. Also Frames und Speicher etc. So, das hier sind jetzt die Unit Frames. Hier bin ich, das ist mein Ziel, das ist das Ziel des Ziels und das ist das Ziel des Ziels des Ziels. Sexy Maps ist jetzt hier unten. Die Action Bars sind die Bartender 4, die haben sich jetzt verändert und der Chat hat sich auch verändert. Das hier ist dann ja noch. Da muss ich mal kurz gucken. Habe ich gerade Recount oder? Was habe ich hier installiert? Ne, SCADA ist es. SCADA ist ein Addon, womit ihr euch zum Beispiel die Heilung vom momentanen Kampf oder den Schaden aus dem momentanen Kampf anzeigen lassen könnt. Aber auch später, wie viele Tode, wer aus der Gruppe wie oft gestorben ist, wer wie oft unterbrochen hat, wer wie viel Schaden vermieden hat und ist nachher auch ganz interessant für Gruppenanalyse. Ne? So, die Lea Trix Map, die sieht jetzt natürlich auch ein bisschen anders aus. Finde ich ganz schön. Ja, das war's erstmal zu den Addons. Dann zeige ich euch jetzt nochmal eben, wie man die installiert. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich nutze eigentlich immer diese. Und zwar, Entschuldigung, falsches Bild, da, hier, auf Twitch. Wenn ihr denn schon mal auf Twitch seid, dann könnt ihr hier oben eingeben, Timbomoto, das wisst ihr ja, dann seht ihr mich und dann könnt ihr gleich mal ein Follow da lassen, bitte, und mal reinschauen, wenn ich live bin. Spaß beiseite. Hier finden wir Mods in dem Reiter. Denn unsere Spiele, World of Warcraft wollen wir natürlich. Hier haben wir meine Addons. Da kann ich sie auch gleich aktualisieren. Das muss man dann so einmal die Woche spätestens machen. Hier kann man sich dann halt auch raussuchen, ob man jetzt Retail oder Classic haben will. Und hier kann man dann auf mehr Addons holen. Und hier kann man sich dann ganz, ganz viel aussuchen. Da könnt ihr euch einfach mal durchgucken, was euch gefällt. Weil wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel da reingucke, in Sous-Chefs UI, die meisten laden Screenshots davon hoch. So, dann kann man sich nämlich auch angucken. Das hier sieht dann zum Beispiel so aus, ne? Ist schön frei, hat man eine gute Übersicht. Viele mögen das so. Ja, ich spiele mit meinem jetzt fast 15 Jahre so ungefähr. Da wird jetzt nichts mehr dran gerüttelt. Ich bin zu alt für was Neues. Ist einfach so. Achso, ja. Wenn man dann ein Addon gefunden hat, was man haben will, klickt man darauf und hier einfach installieren und fertig. WoW muss dafür aber aus sein oder beziehungsweise ihr müsst es einmal neu starten, bis es geladen hat. Ja. Das war's schon. Hier das Ark Inventory wollte ich euch nochmal kurz zeigen, weil das ist ganz cool. Bei anderen Charakteren ist das hier natürlich viel voller. Und wenn man dann irgendwas in den Taschen nicht findet, dann brauchst du hier nicht mit der Maus rumsuchen. Dann guckst du ja einfach ein. Leinen, Stoff. Hier. Da ist er. Gefunden. Okay, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst und beim nächsten Mal wieder reinguckt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Dann machen wir mal wieder ein bisschen was Aktiveres im Gameplay. Haut rein, Leute.